ihr Lieben. Wir sind jetzt gerade angekommen am Hauptbahnhof in Mannheim. Ja, wir dachten uns, wir machen heute mal einen Ausflug, ein bisschen bummeln in Mannheim. Und ja, da sind wir jetzt heute mit dem Zug hingefahren, weil mit den Parkmöglichkeiten in Mannheim ist immer so ein bisschen ja, tricky. Und mit dem Zug ist das ziemlich unkompliziert, ohne Umstieg von uns aus. Und ja, da gehen wir jetzt heute ein bisschen bummeln, shoppen. Ja. So, hallo ihr Lieben, wir sind wieder zurück von unserem Stadtbummel durch Mannheim. Ich habe es mir jetzt hier mal an meinem Videodrehplatz gemütlich gemacht, um euch zu zeigen, was wir alles eingekauft haben. Zum einen ging mit für meinen Mann, das haben wir bei Galeria Kaufhof mitgenommen. Und zwar hier so eine Badehose. Ich finde, die sieht mega schick aus. Und ja, hat halt eine neue gebraucht. Und dann hat man zuerst bei C&A geguckt, aber irgendwie da war relativ wenig Auswahl noch. Und dann haben wir da bei Galeria Kaufhof eine gefunden. Und lustigerweise fallen die alle ein bisschen kleiner aus, deshalb musst du eine Größe größer nehmen, die er normalerweise trägt. So, und dann waren wir nämlich noch bei Primark. Den gibt es bei uns, ja, Mannheim, Karlsruhe gibt es den bei uns, Stuttgart, aber halt nicht in direkter Nähe, wo wir wohnen. Und deshalb habe ich dann da mal ein bisschen zugegriffen. Ich war auch früher schon oft bei Primark, aber für mich selber habe ich noch nie dort was gefunden. Doch heute habe ich BHs mitgenommen, aber sonst habe ich dort noch nie wirklich für mich was gefunden. Aber seit der Raphael da ist, habe ich da auf jeden Fall einen Grund reinzugehen, weil die haben so tolle Kinderkleider. Und genau, da ging dann einmal hier mit so ein Pullover für 4 Euro in Größe 92. Den finde ich eigentlich ganz nett. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Größe 92 trägt, ob das vielleicht noch in Herbst reingeht. Und dann habe ich immer mal noch so ein Pullover mitgenommen. Dann wollte ich auf jeden Fall auch in 92 nochmal eine kurze Hose haben für ihn. So eine, das ist hier so mit so einem Gummibund und mit Bändeln dran. Eine ganz nette Hose, die hat jetzt 7 Euro gekostet. Genau. Das wollte ich auf jeden Fall haben. Dann ging noch mit eine lange Jeanshose in Größe 98. Wo ich da aussortiert habe, habe ich ja gesehen, dass ich da nur eine Jeanshose in der Größe habe. Und deshalb ging da hier nochmal eine lange mit, auch hier mit so einem bequemen Gummibund. Die hat auch 7 Euro gekostet. Dann wollte ich eigentlich nur ein T-Shirt noch in 92 mitnehmen. Aber dann habe ich gesehen, dass es da so Dreier-Sets gibt, auch für 7 Euro. Und dann habe ich hier dieses Dreier-Set mitgenommen an den T-Shirts. Da ist einmal hier eins dabei mit zum Aufdruck. Dann ein einfarbiges. Und das mit diesen Ananas fand ich so cool. Und deshalb habe ich mich dann für das Set entschieden. Gab es mehrere Sets. Genau. Einmal das hier noch und dann haben wir hier eigentlich nur noch die BHs. Genau, das ist hier so ein Dreierpaar, ich glaube 12 Euro haben die gekostet, so weiße, bequeme BHs. Ja, genau, das ging mit von Primark. Ich glaube, ich hätte noch mehr gekauft, aber wir wollten dann auch, also es war der letzte Laden, wo wir dann rein sind und wir wollten dann auch wieder langsam nach Hause. Aber ist eigentlich auch gut, dass meine Oma war nämlich auch dabei. Wenn ich gesagt habe, komm Sarah, jetzt gehen wir wieder raus, jetzt gehen wir zur Kasse, sonst hätte ich wahrscheinlich noch mehr eingekauft für Raphael. Aber eigentlich echt ganz gut. Ich werde auch in Zukunft mal gucken, wenn ich wieder Sachen brauche, dass wir da oder dass ich das so lege, wenn wir mal wieder nach Mannheim fahren oder auch mal nach Karlsruhe, Stuttgart, dass ich die Sachen mal beim Primark hole in Zukunft. Ich wollte eigentlich noch so ein paar Langarmbodies mitnehmen. Die haben nämlich dort ganz viele so
Sets mit Bodies, aber das meiste, was sie dort hatten, waren Kurzarm-Bodies und da brauche ich definitiv keine mehr in 92. Aber wie gesagt, ich wollte Kurzarm-Bodies haben, aber da waren fast alle vergriffen und die, die noch da waren, nicht in der richtigen Größe. Aber gut, das andere habe ich ja bekommen, was ich wollte, vor allem die kurze Hose. Dann war ich noch im Buchladen drin, im Thalia, und ich habe mir hier einmal mitgenommen Rendezvous in 10 Jahren von Judith Pinault. Und zwar, ich lese euch einfach mal das vor, ich habe ja noch nie hier Bücher vorgestellt, deshalb lese ich euch jetzt einfach mal den Inhalt geschwind vor. In einem kleinen Café in Amsterdam lernt Valerie den Holländer Ted kennen. Sofort haben die beiden eine besondere Verbindung. Statt sich mit Smalltalk aufzuhalten, erzählen sie sich von ihren Sehnsüchten. Ted träumt von den Bergen, Valerie liebt das Meer. Sie haben eine verrückte Idee. Wie wäre es, wenn sie sich in 10 Jahren wieder treffen, um zu sehen, ob ihre Träume wahr geworden sind? Und so hat Valerie ein Date in 10 Jahren. Während sie das amüsant findet, begreift Ted zu spät, dass er sich hoffnungslos in Valerie verliebt hat und beginnt sie zu suchen. Er will nicht 10 Jahre lang auf seine große Liebe warten, aber lässt sich die Zeit überlisten. Das ist der Inhalt von dem Buch. Ich gucke meistens vorher im Internet, wenn ich irgendwie was sehe, einen Buchvorschlag oder so, dann gucke ich mir das an. Gucke mir auch die Rezension vorher an. Lese mir natürlich den Inhalt durch, um was es geht. Und dann entscheide ich mich meistens vorher dann übers Internet, was ich gern hätte. Und weil wir jetzt sowieso in die Stadt gefahren sind oder halt ne, generell wohin gefahren sind, habe ich das jetzt einfach im Buchladen gekauft. Ansonsten hätte ich es halt bei Amazon bestellt. Und das andere Buch, was ich gerne haben wollte, was mir irgendwie andauernd bei Facebook vorgeschlagen wird. Und dann habe ich mir das halt mal angeguckt und fand es eigentlich ganz toll. Und zwar ist das dieses Buch von Katharina Herzog, wo die Sterne tanzen. Und das spielt an der Nordsee. Und da fahren wir ja dieses Jahr wieder in Urlaub hin. Und da dachte ich, das ist doch eine optimale Urlaubslektüre. Ich lese das jetzt einfach auch mal vor. Wenn es euch nicht interessiert, überspringt ihr das einfach. Auf der Nordseeinsel Juist hat Musical-Tänzerin Nele einst den ersten Kuss von ihrem besten Freund Henry bekommen. Und im Deichschlösschen ihrer Oma hat sie viele zauberhafte Sommertage verbracht, bis eine schicksalhafte Nacht alles veränderte, vor allem zwischen Henry und ihr. Diesen Sommer fährt Nele ein letztes Mal auf die Insel. Oma Lotte ist gestorben und Nele will nur noch das Haus ausräumen und sich mit ihrer Mutter aussprechen. Doch dann taucht Henry überraschend auf Juist auf. Mit ihm kommen die Erinnerungen zurück, die schmerzhaften, aber auch die schönen. Und auf einmal fragt sich Nele, ist sie wirklich bereit für die Zukunft, wenn ihr Herz noch immer an der Vergangenheit hängt? Es sind jetzt halt zwei Liebesromane, vielleicht der eine oder andere denkt noch, oh mein Gott, ist das schnulzig. Aber ich bin jemand, ich lese gern, also ich habe verschiedene Interessen, was Bücher angeht. Ich lese unheimlich gern Krimis. Ich lese aber auch gern mal Liebesgeschichten. Das wechselt bei mir eigentlich immer ab. Momentan habe ich einfach Bock auf Liebesgeschichten. Dann gibt es auch mal wieder eine Zeit, da lese ich fast nur Krimiromane. Also das ist einfach gerade, wie ich Lust habe und auf was ich Lust habe, lese ich dann. Ich habe früher, gerade in meiner Jugend, habe ich sehr, sehr, sehr viel gelesen. Also da war ich eine unheimliche Leseratte. Da habe ich wirklich, da hinten, die Kisten sind noch nicht mal ausgepackt, 3 ganze Umzugskartons, nee, es sind glaube fast schon 4 Kartons, voll mit Büchern. Und ja, irgendwie in den letzten paar Jahren ist das irgendwie, oder was heißt in ein paar Jahren, in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, ist das irgendwie ein bisschen zurückgegangen bei mir, dass ich nicht mehr so viel gelesen habe und keine Ahnung, woran das liegt, aber irgendwie momentan in letzter Zeit habe ich einfach Lust, mal wieder ein bisschen mehr zu lesen, weil mir das einfach Spaß macht. Ich lese einfach unheimlich gerne. Das ist auch so ein bisschen was, was mich so früher schon immer ausgemacht hat, dass ich gerne gelesen habe. Und
Ja, mir tut es selber so ein bisschen weh, dass ich ja, das Lesen in den letzten Jahren so vernachlässigt habe. Ich habe jetzt gestern und vorgestern habe ich mir mein Buch mit an den Arbeitsplatz genommen, um dort einfach auch mal ein bisschen zu lesen, weil ich sonst ja nichts, ne, ihr wisst ja, ich sitze ja da praktisch rum und mache Aufsicht, aber im Prinzip, ne, wenn man ehrlich ist, ich habe ja dort nichts zu tun. Und dann dachte ich mir, genau gestern und vorgestern, ja, hatte ich das Buch dabei, ja. Dachte ich mir, komm, nimmst du jetzt einfach mal ein Buch mit und liest. Und da habe ich mir einfach so gedacht, oh Mann, ich habe eigentlich so Bock, wieder regelmäßig und mehr zu lesen. Ich habe dann gestern das Buch, was ich vor, keine Ahnung, bestimmt vor 2 Jahren mal angefangen habe zu lesen, habe ich jetzt gestern endlich mal zu Ende gelesen. Und dann habe ich da bei mir mal rumgeguckt und irgendwie war kein Buch dabei, wo ich jetzt drauf Lust hatte. Und deshalb habe ich mir jetzt mal die 2 Bücher gekauft. Mal schauen, ob das überhaupt bis zum Urlaub Ende August reicht. Oder ob ich mir dann noch mal eins hole. Genau, also die 2 Bücher habe ich mir gekauft. Und dann war ich noch bei DM. Jetzt kommt wahrscheinlich das eher Interessante für die ein oder anderen. Genau, ich bin eigentlich hauptsächlich in den DM wegen dieser neuen Limited Edition, weiß ich, ob man es Limited Edition nennen kann, aber die haben da so eine Special Edition wahrscheinlich eher. 25 Jahre Balea und da gibt es verschiedene Produkte mit neuen Duftrichtungen und alle hier mit diesem Luftballon drauf. Und da habe ich mir hier das Duschgel mitgenommen oder die Cremedusche, Zuckerschnute mit bezauberndem Duft nach Vanille und Zitrone. So sieht es aus und oh, es riecht einfach mega. Der Duft ist sehr süß. Also für die, die es nicht so süß mögen, ist das vielleicht eher nichts. Aber mir gefällt es total und ich musste das unbedingt haben. Beziehungsweise ich habe das bei Instagram gesehen, dass es dort beworben wurde, diese Sonderedition. Und dann dachte ich mir, ich muss unbedingt zumindest mal an den Produkten schnuppern und gucken, was das für Düfte sind. Und dann haben mich, wie gesagt, hier das Duschgel, das Deo und die Seife ist so überzeugt, dass ich es mitgenommen habe. Und zwar das Deo ist hier erfrischend leicht im Duft nach Zitrone Milchshake. Das hat mich total angefixt und das ist so ein richtig, ein sehr zitroniger Duft. Also, ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Milchshake bezeichnen, eher so, es riecht eher so nach Zitroneneis, finde ich. Also sehr zitronig, gefällt mir total gut. Ist auch mal was anderes. Und dann ging noch mit die Seife hier, mit zuckersüßem Duft nach karamellisiertem Popcorn. Wie geil ist das denn? Und es riecht auch, es riecht richtig nach Popcorn, wie wenn man im Kino sitzt. Oh, das ist ein richtig toller Duft. Also ich glaube, das ist wieder sowas. Entweder man mag es oder man mag es gar nicht. Mir gefällt es und deshalb ging das mit. Und der Rest, was da drin ist, ist eigentlich nur Coupons eingelöst. Einmal hier von Baby Vita, Apfel, Banane, Zwieback habe ich hier mitgenommen. Und okay, das war kein Coupon. Das habe ich mitgenommen, weil es neu ist. Eine Limited Edition ist das Apfel, Pfirsich mit Zwieback von Baby Love. Genau, und da gibt es, glaube ich, auch noch 2 andere von der Limited Edition, aber das eine ist mit Erdbeeren, das andere ist mit Himbeer. Und unser Sohn verträgt diese Beeren-Sachen ja nicht so wirklich. Und das letzte, was ich mitgenommen habe bei DM, genau, ist hier einfach so eine Packung Feuchttücher von Baby Love, die kleine Packung für die Wickeltasche. Genau, das war es auch schon mit den Sachen, die wir geshoppt haben. Wir waren dann auch noch, oder beziehungsweise zuerst eigentlich, wir sind ja mittags dann erst kurz vor Mittag in Mannheim dann angekommen im Zug. Und dann waren wir erstmal noch im Maredo essen. Das war so lecker. Das Maredo Steakhouse, wer das kennt. Mein Mann hat so ein Rumpsteak gegessen, meine Oma hat ein Schnitzel gegessen und ich habe so ein Hähnchenspieß gegessen. Das war so lecker. Ja, und dann sind wir halt ein bisschen gebummelt. Und verschiedene Läden rein und
Ja, am Schluss haben wir dann noch ein Eis gegessen im Bahnhof. Und ja, dann sind wir wieder mit dem Zug nach Hause gefahren. Und ja, damit ist der Tag auch erledigt. Es war schon sehr warm, auch in Mannheim. Morgens ging es noch, wo wir hingefahren sind, aber dann gegen Mittag wurde es schon echt warm. Aber es war eigentlich auszuhalten. Es war jetzt nicht so, dass man dann einfach gar keine Lust mehr hatte und sofort heim wollte. Ja, wie gesagt, immer mal wieder schön, gerade in Mannheim zu bummeln, weil es dort auch ziemlich viele Läden gibt. Ja, an Auswahlmöglichkeiten, wo man eben shoppen kann. Es ist zwar relativ weitläufig, aber ja, wenn man weiß, wo die Läden sind, dann geht es eigentlich. Ja, so viel dazu und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!